Hallo und herzlich willkommen bei Freigelegt. Wir sind auf dem Weg nach Wien. Jana hat heute Urlaub. Juhu! Und ja, wir fahren heute mit der Bahn hin. Etwas über 3 Stunden oder knapp 3 Stunden. Und wir wollen da ins Hundertwassermuseum. Also Jana möchte da unbedingt hin. Ich finde das auch ganz interessant. Und das Kind eigentlich auch. Mhm. Und da wir Veganer sind, gehen wir natürlich auch auf dem Weg noch ins Billa Pflanzilla. Das ist quasi so ein österreichischer Rewe. Also es gehört irgendwie zu Rewe. Und der ist rein vegan. Also sind wir schon sehr gespannt auf jeden Fall. Da wir aktuell nicht mit unserem Auto fahren und wir es gerne entspannt mögen, sind wir in den frühen Morgenstunden zum Bahnhof spaziert. Es war für uns alle etwas ungewohnt, mal wieder so lange Zug zu fahren, aber trotzdem ganz schön. Besonders da wir in Wien ein paar Ziele hatten. An einem Bahnhof haben wir sogar einen Bücherschrank entdeckt. Falls du dieses Prinzip noch nicht kennst, hier eine kurze Erklärung. Bücherschränke sind meist öffentliche Plätze, an welchen du kostenlos deine Bücher und Zeitschriften reinlegen kannst. Und andere Menschen können sich diese Bücher dann auch ebenfalls kostenlos rausnehmen. Ich finde, das ist eine richtig sinnvolle und wertschätzende Aktion. Es hilft unserer Erde, weil wir so Ressourcen sparen. Es hilft uns Menschen, unsere meist überfüllten Wohnungen zu entrümpeln. Es ist eine tolle Möglichkeit, mehr zu lesen und gleichzeitig kann man noch sparen. Wir sind wirklich große Freunde von dieser Art Tauschgeschäft. Geben und nehmen und es macht auch einfach Spaß und glücklich. Soll ich jetzt was sagen? Ja, wenn du möchtest, wenn nicht, dann halt. Hallo und herzlich willkommen bei Freigelebt. Das habe ich schon gesagt. Egal, ich sag's trotzdem nochmal. Ich weiß noch nicht, was ich sagen. Also, hallo? Guter Anfang. Ja. Heute seht ihr uns mal in einer ungewohnten Kulisse, nämlich in einem Zug. Ja, wir fahren heute mit dem, wie heißt das Ticket? Einfach raus. Einfach raus Ticket, genau. Und wollen uns Wien anschauen. Und wir wollen uns einfach mal die Stadt anschauen und mal gucken, was wir so entdecken. Und bleibt dran. Wir nutzen das Einfach-Raus-Ticket der ÖBB für unsere Reise. Dieses Ticket erinnert mich stark an das schöne Wochenendticket aus Deutschland, der Deutschen Bahn. Es ermöglicht ebenfalls Gruppenreisen für 2 bis 5 Personen. Der Preis für das Ticket beginnt mit 36 Euro. Jedoch zahlen wir aufgrund unserer Gruppengröße insgesamt 40 Euro. Die Gültigkeit erstreckt sich von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts und umfasst alle Nah- und Regionalzüge. Dadurch dauerte unsere Reise etwas länger als üblich, aber wie heißt es so schön, der Weg ist das Ziel. Wir sind kaum unterwegs und natürlich haben wir schon Verspätung. Gerade kam nochmal eine Durchsage, dass es sich nochmal um ein paar Minuten verzögert. Aber wir haben auf jeden Fall Aufenthalt, also ein bisschen Puffer. Also hoffentlich kommen wir rechtzeitig hier. So, also Jana hat gesagt, ich habe das gerade runtergerattert wie so ein Bahnhof? Nein, wie so ein Moderator. So ein Moderator, weil ich auch das Mikrofon hier so vor mich halte. Deswegen jetzt nochmal neu und einigermaßen etwas dynamischer. So, wir sind kaum unterwegs und schon haben wir Verspätung. Wie ihr hier an der Tafel vielleicht erkennen könnt, ich weiß nicht, ob das scharf ist. Gerade kam auch nochmal eine Durchsage, dass es leider nochmal 5 Minuten später wird. Aber wir haben unterwegs ordentlich Puffer, also das sollte auch noch mit dem letzten Anschlusszug dann passen und wir rechtzeitig in Wien ankommen. Die Zugfahrt haben wir dann auch genutzt, um Hörbücher zu hören, zu entspannen und das Kind hat sogar noch am Handy gelernt. Wir sind endlich in Wien nach 3 Stunden Zugfahrt und insgesamt 5 Stunden on Tour, also wir sind 5 Stunden unterwegs. Knapp 3 Stunden gefahren. Mit dem Auto wären wir nur 1,5 Stunden gefahren. Aber wir sind halt auch mit dem Einfach-Raus-Ticket gefahren. Haben dafür nur 40 Euro bezahlt, also für uns alle drei hin und zurück. Und mit einem normalen Ticket hätten wir halt 90 Euro eine Strecke gefahren. Wir sind alle sehr müde jetzt und haben alle noch nichts gegessen. Ich hatte auch nur einen Kaffee. Und ja, jetzt sind wir am Bahnhof, Westbahnhof und werden uns erstmal was zu essen und einen Kaffee besorgen.
Am Wiener Bahnhof mussten wir uns erst einmal kurz orientieren. So viele neue Eindrücke. Ich habe endlich Kaffee und ich glaube, es ist ein ganz normaler Filterkaffee. Das gibt es bei Starbucks also auch. Ja, was hast du da? Einen Kaffee? Ja, einen ganz normalen Filterkaffee von Starbucks. Ganz unfancy, ohne Name sogar. Ein anonymer Filterkaffee. Vegan natürlich. Natürlich. Mit Hafermilch. Ja. Vergessen. Gott, Leute, hier sind so viele Menschen, so viele Autos. Alles voller Baustellen gleich. Es ist total laut hier. Ja. Kaum sage ich es, wird hier neben mir gehupt. Also ich merke das sofort. Sehr anstrengend. Das Kind trinkt meinen Kaffee. Das hat meinen Kaffee geklaut. Nachdem wir uns ein wenig gesammelt hatten, machten wir uns auf den Weg. Doch wie es nun mal ist, entdeckten wir schon schnell die ersten interessanten Geschäfte und studierten fleißig die Zutatenlisten von interessanten Produkten. Was ist das? Keine Ahnung. Teig, Crispy, Reiskracker. Sieht irgendwie komisch aus. Sieht gar nicht nach Cracker aus. In einem kleinen China-Shop sind wir auch direkt fürs Kind fündig geworden und haben etwas mitgenommen. Oh, das wollte ich doch mal haben! Was? Das ist irgendwas Bekanntes. Naja, das ist so Gläserzeug und das ziehst du dir hoch und das kommt dann aus der Nase und meistens wieder raus. Ja, toll, das will ich unbedingt. Dann entdeckten wir einen absoluten Traumsupermarkt, den Maran Vegan. Ein ganzer Supermarkt voller veganer Lebensmittel und wir waren so geflasht. Von der Kuchentheke über Wurst- und Käsealternativen bis hin zu veganen Süßigkeiten war einfach alles da. Oh, dieser Fries. Oh, das ist ein Schokokuchen. Hab ich doch gesagt? Mit Himbeer. Was? Wo Himbeer? Ah ja. Himbeer? Und da? Ein Riesenkipferl. Mhm. Und das ist ein Dinkelvollkorn. Da eine Riesenkirschtasche oder sowas. Nein, oh, Mohn. Mohn. Das will ich haben. Ich liebe Mohn. Und guck mal hier, das ist alles die veganen Bonbons. Ja. Ganze drei Sorten. Und zwei von ihnen mögen wir. Aber der Punkt ist halt, es gibt nur vegane. Das ist eher so Erdbeer-Cashew. Mhm. Auf Erdbeer-Cashew. Ja, Erdbeer-Cashew-Bruderstrich. Mhm. Gut und ohne Zucker, glaube ich. Ja. Das ist wie so ein Überraschungsei quasi. Mhm. M&M's. Smarties. Ja. Okay, M&M's. Wer sich pflanzlich ernährt und mal in Wien unterwegs ist, den empfehlen wir wirklich einen Besuch dort. Ja, jetzt sind wir gerade im veganen Paradies und es gab so viel Kuchenauswahl. Und ich konnte mich kaum entscheiden. Und jetzt haben wir was, aber am liebsten hätte ich alles mitgenommen. Ja, was haben wir jetzt? Eine Nussschnecke? Eine Nussschnecke. Was war das? Nusskipferl. Nusskipferl und das ist, ich glaube, was mit Mohn. Max und Moritz hieß es, glaube ich. Ja. Mahlzeit. Dann ging es auch schon weiter durch die Stadt und es zog uns immer wieder in die Geschäfte. In einem Geschäft zum Beispiel kauften wir unendlich viele Räucherstäbchen. Angekommen beim Billa Pflanzilla entdeckten wir viele weitere leckere Köstlichkeiten. Hier siehst du eine Auswahl an Kuchen oder wie man in Österreich sagt, Mehlspeisen. Guck mal, hier gibt es sogar so Schweizer Riegel. Wir sind zwar in Österreich, aber ich glaube, die kenne ich sogar noch von früher, die Marke. Die Bernkriegswelt. Also ich, irgendwie glaube ich, dass das gleiche ist. Es gab auch belegte Brötchen, Wraps, gemischte Salate, einige Regale voll mit Süßigkeiten wie Riegel, Schokoladen, Gummibärchen und Chips. Ziemlich cool fand ich die Nusspresse. So kann man sich easy frisches Nussmus gönnen. Und wer pflanzlich kocht, weiß, dass
dass man diverse Nusscremes in so viele Bereichen anwenden kann. In der Kühltheke gab es auch eine breite Auswahl an Joghurt, Käse, Wurstalternativen oder auch so besondere Sachen wie gefüllte Ravioli. Zum Schluss haben wir uns für ein paar Getränke, einen süßen Brotaufstrich, eine zuckerfreie Schokolade, einen Käseblock und für die leckeren Schokoladencroissants entschieden. An dieser Stelle haben wir eigentlich unsere Meinung über den Villa Flanzilla kundgetan, mussten zu Hause aber feststellen, dass die Aufnahme keinen Ton enthält. Aber kein Problem, denn ich sag's euch einfach hier nochmal kurz und bündig. Wir hatten uns riesig gefreut, als wir vor einer Weile hörten, dass es in Wien einen ganzen Villa mit pflanzlichen Produkten gibt. Als wir nun angekommen sind, mussten wir direkt feststellen, dass der Flanzilla quasi eine separate Ecke in einem großen Geschäft ist. Das vermittelte uns nicht das Gefühl, dass es sich um ein eigenständiges Geschäft handelt, sondern einfach um eine getrennte Ecke. Die Produktauswahl im Flanzilla ist schon ganz nett. Es gab ein paar Produkte, welche wir nicht kannten, aber die meisten Produkte bekommt man auch in einem sehr gut sortierten Villa Plus. Natürlich ist es eine super Sache, dass man dort aber auch alles nebeneinander hat und nicht wie im Geschäft alles in Regal sich zusammensuchen muss. Also insgesamt eine super Sache, aber noch etwas verbesserungswürdig. Dann ging es weiter durch Wien. Da wir zum Kunstmuseum wollten, entschieden wir uns für die U-Bahn. Unterwegs gab es wieder natürlich viel zu entdecken. So, wir sind jetzt endlich gleich am Hundertwassermuseum. Wir hoffen es zumindest. Jana hat gerade gesagt, vielleicht hat sie uns irgendwo Falsches hin navigiert. Aber ich denke nicht, das wird schon passen. Ja, wir laufen irgendwie noch 5-6 Minuten, denke ich mal. Zwei, nur noch 2 Minuten. Sonst müsste also ich ums Eck sein gleich. Die Gegend davor hier ist nicht so schön. Es ist einfach so mitten reingequetscht. So mitten zwischen die, ja, jetzt auch nicht besonders hässlichen Häuser, aber irgendwie sehr, sehr was? Dreckig? Ja, okay. Ja. Das sieht schon ein bisschen dreckig aus hier. Aber das Hundertwasserhaus, das fällt schon auf. So reingepfercht irgendwie so. Macht mal Platz dafür, für was Schönes. Guck mal, da wachsen Kräuter. Da wachsen Kräuter. Und auch vom Kunstmuseum haben wir einen kleinen Bücherschrank entdeckt und sogar ein passendes Buch fürs Kind. Schon von außen betrachtet hat das Haus einfach so viel Freude bereitet. Die bunten Elemente, die Baumieter, welche aus dem Gebäude ragen, einfach wunderschön. Wir haben uns dann vor Ort für ein Familienticket entschieden und dann haben wir uns die vielen fantastischen Kunstwerke von Hundertwasser angeschaut und bewundert. Es gab auch eine riesige Zeittafel, auf welche man die wichtigsten Punkte von Hundertwasser nachlesen konnte. Fand ich sehr interessant und das, obwohl wir auch zu Hause ein Hundertwasserbuch haben, in welchem schon viel Wissenswertes drinsteht. Was ich auch super fand, war, dass die Texte dort in Deutsch und in Englisch geschrieben waren. Hundertwasser war ja nicht nur ein Künstler, er war auch Architekt und er hat sich mit vielen nachhaltigen Themen auch beschäftigt, zum Beispiel auch mit dem Bauen. Hier sieht man zum Beispiel Häuser, welche oben begrünt sind und somit Lebensraum für Tiere bieten könnte. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, dass wir versuchen, der Natur auch wieder etwas zurückzugeben. Des Weiteren hatte sich Hundertwasser auch Gedanken gemacht, wie zum Beispiel Wasserverschwendung beim Toilettengang vermieden werden kann. Dafür hat er eine Humustoilette erfunden, also einen
Kübel mit einem Brett, ähnlich wie heutige Trockentrenntoiletten beim Camping. Die Ausstellung geht über zwei Etagen. In der dritten und vierten Etage sind Sonderausstellungen oder noch Führungen, aber die waren an diesem Tag geschlossen. Wer Zeit hat, kann auch nach der Ausstellung noch einen Abstecher in das hauseigene Café machen und ein Stückchen Kuchen dort genießen. Oder er gönnt sich noch im Souvenirshop ein Erinnerungsstück. Auf dem Rückweg haben wir noch einen tollen Stand mit orientalischen Köstlichkeiten entdeckt und es uns nicht nehmen lassen, ein paar unserer geliebten Weinblätter zu snacken. Es gibt in Wien viele spannende Menschen, viele Ecken mit tollen Straßenkünstlern. Kein Rauch, kein Brot, kein Alkohol. Und ab dem ersten wird trainiert. Kann nichts mehr sehen, die Erde holen, muss Hilfe holen, bevor ich mich in meinem Nichts verliere. Nettes Gespräch mit veganen Aktivisten. Alles in allem ein toller Tag, der uns aber auch allen viel abverlangt hat. Das Kind hat sich entschieden, die Treppe zu nehmen. Jetzt ist sie weg. Ja, jetzt nochmal so unser Fazit heute in Wien. Es war ein sehr schöner Tag, auch wenn er ein bisschen stressig war, weil das Ticket halt erst um 9 Uhr beginnt. Der Tag war halt einfach kürzer und ja, es ist halt ja auch noch nicht so warm und wurde dann doch recht schnell dunkel. Ja, das Museum war ganz interessant. Auch, das war auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn leider die Sonderausstellungen halt geschlossen waren. Das habe ich irgendwie verpasst. Und ja, ansonsten war es ganz nett, aber ich finde halt in wenigen Stunden sieht man jetzt nicht so viel von Wien. Aber wir kommen auf jeden Fall nochmal her, oder? Also wir sollten uns öfter Wien angucken. Vielleicht nochmal in den Sommertagen oder so. Und jetzt bin ich müde, hungrig und wir fahren jetzt nach Hause. 3 Stunden, ne? Ja, aber wir haben viele tolle Sachen gekauft, viele leckere vegane Sachen. Und jetzt, ja, sage ich ciao mit Kakao. Und ich hoffe, ihr kommt wieder und macht ein Däumchen nach oben, schenkt uns ein Abo, keine Ahnung, ich bin einfach müde. Ciao, Kakao. Sehr süß. Ciao. Für mehr Videos von Freigelegt, für mehr Videos von Freigelebt, aktivier die Glocke. Das mache ich so. So Leute, es ist kurz vor 10 und wir sind alle total am Arsch. Das Kind hat auch schon ein bisschen geschlafen, auch wenn sie es leugnet. Selbst trotzdem. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind auch die Einzigen, die noch unterwegs sind. Man sieht kaum Menschen, fast gar keine. Und jetzt müssen wir ja noch irgendwie eine halbe Stunde oder so, oder sogar länger, noch an seinen letzten Zug warten. Und dann, ja, können wir nochmal 20 Minuten fahren, dann müssen wir nochmal eine halbe Stunde nach Hause laufen. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, finde ich. Es ist echt lange, man ist wirklich lange unterwegs, auch wegen der langen Aufenthalte. Aber es war trotzdem schön. Wien ist schon echt krass. Viel los, viel Hektik, viel Lärm. Aber ich finde, es war trotzdem ein toller Tag. Nur von Villa Cancella bin ich ein bisschen enttäuscht irgendwie.
Da habe ich einfach mehr erwartet. Jetzt ist sie wieder abgehauen. Doch ein bisschen Kamerascheu. Tja, was soll man noch machen, wenn man hier einfach so warten muss und hier nichts los ist? Hm. Jetzt regnet es wieder. Auto zu Hause. Von Ewigkeiten. Aber mit dem Zug geht das nicht. Und dann wundern sich alle, warum man nicht das öffentlich fährt. Hilfst du das? Doch, das kommt ans Ende. Nein. Doch, damit klingt unser Video aus. Ich kann das einfach nicht richtig.